So, wir haben jetzt absolvierte Meisterschaften 52 von 63. Abgeschlossene Fanrennen 52 von 63. Also auch da sind wir relativ gut unterwegs. Fans haben wir ja gut, 25 Millionen. Absolvierte Straßenrennen haben wir schon 2 von 16. Da haben wir auch nicht mehr so viel. Gewonnene Nachtduelle haben wir noch gar nichts gehabt. Auch noch keine angetretenen Nachtduelle. Ja, und Wildcard haben wir natürlich jetzt Aufstellungsfehler schon 4 von 4, ist ja klar. Die hatten wir auch relativ schnell voll. Fähigkeiten, was haben wir da? 48 von 75 freigeschaltete Bonis. Scheunen von der 18 von 20. Weiß ich jetzt nicht, ob die restlichen zwei in den DLCs mitverpackt sind oder ob wir die noch finden. 1000 EP-Tafeln zerstört haben wir 21 von 50, 5000, 10 von 35. Allerdings haben wir auch noch keine 20.000 EP-Tafeln gefunden. Bei Schnellreise zerstörte Tafel 20 von 50, Straßen entdeckt 370 von 488. Auch da kommen wir langsam ein bisschen dichter. Ausgelöste Blitzer haben wir 29 von 29. Ausgelöste Blitzerzonen 21 von 21. Absolvierte Gefahrenschilder 1 von 16. Verstehe ich zwar nicht ganz, aber gut, egal. Absolvierte TÜV-Zonen 0 von 17 verstehe ich auch nicht ganz. Levelliste 25 von 30. Entdeckte Wahrzeichen 19 von 19. Entdeckte Aussichtspunkte 10 von 13. Jo. Und hier haben wir natürlich nochmal extra, ne? Da haben wir absolvierte Meisterschaften und so 27, die wir machen müssen. Schneemann ist erschöpft. Scheunenfunde haben wir da 1. Dann müssen wir mal gucken, ne? Ob die dann halt mit zum Hauptspiel zählen. Und hier haben wir immerhin auch 27 Hot Wheels Dinger und Medaillen haben wir, die wir kriegen können. Okay. Ich muss mir mal vom anderen Profil die Karte so ein bisschen screenshotten oder irgendwie fotografieren oder so, dass ich dann weiß, wo die Bonusdinger sind, dass ich die dann nochmal fahre. So. Ist die Buggy-Meisterschaft. Yep, die wird garantiert Spaß machen. Fünf Komma drei, 4,2, ja gut. Ach ja, so ist das. So, fotografieren wir mal wegen Promo-Autos. Keins dabei, okay. Jetzt wird schon schwieriger, die Promos-Autos so voll zu kriegen, ne? Das.
Das war natürlich jetzt doof. Okay, komm. Jetzt aber. Jetzt müssen wir aber. Ja, siehst du, jetzt haben wir es geschafft, ohne Quest durchzukommen. Toll. So, jetzt müssen wir aber auch den hier mal überholen. Geht ja gar nicht, dass wir hier auf dem zweiten Platz sind. Ich sag ja, ein bisschen von der Strecke abgekommen, ein bisschen ins Schleudern geraten und schon bist du dann komplett draußen und donnerst dann irgendwo da richtig durch, ne? Also kriegst dann auch schwer, das Ding wieder unter Kontrolle zu haben. Also dann donnerst du irgendwo gegen und dann warst du, bist du raus. Also ich glaube, wenn jetzt wirklich nicht nur optischer Schaden an wäre, sondern wirklich richtiger Schaden, also so, dass du dann halt auch wirklich einen Schaden am Auto nimmst durch den Crash, dann glaube ich, würde ich noch nicht mal Rennen beenden können. Meine Autos wären vorher schon Schrott. So, dann haben wir da noch eine und dann haben wir da zwei unten und dann haben wir die nächste Meisterschaft. Ja. Oh Mann. Ja, so ist das. Erstmal richtig hinsetzen hier, Junge. Meisterschaft fortsetzen. Jo, das Auto nehmen wir wieder. Zack. Ach ja, so ist das. Ich bin immer gespannt, wie viele Fähigkeitspunkte wir noch freischalten würden, also Fähigkeiten allgemein. Weil, ich sag mal so, die Fähigkeitspunkte werden ja immer mehr, ne? Die wir haben müssen, um nächste Fähigkeit dann freizuschalten. Also ich glaube nicht, dass wir alle 75 Fähigkeitspunkte oder Dings da freischalten können. Da müssten wir jetzt noch einige Fähigkeitsketten raushauen, die es ordentlich in sich haben. Und das wird schon schwierig. Thank you.
So. Also mit dem zweiten Platz gebe ich mir zufrieden, aber mit dem dritten nicht, Jungs. Na egal, dann machen wir halt auf den dritten. Das war nicht mein Wunschdings, aber gut, muss ich halt akzeptieren. Ich bin ja trotzdem noch Erster. Aber das nächste müssen wir halt einfach entweder gewinnen oder mindestens auf den zweiten Platz abschließen. Aber gewinnen ist Priorität Nummer 1. Oh, das Auto möchte ich gerne haben da unten. In Toyota. Supra Z-Wise. Aber ich kriege natürlich nur läppische 5000 Credits. Danke, Spiel, danke. Danke, dass du es gut mit mir meinst. So. Also, das nächste Rennen müssen wir schon gewinnen, wenn es geht. Wenn es geht.
So. Dann haben wir jetzt hier noch das Fenrennen.
So, dann haben wir auch die Veranstaltung fertig. Dann gehen wir jetzt quasi. Ja, hier lang würde ich dann so hochgehen hier.